Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es um das Thema Erfolgsfaktor Zeit im Network Marketing und warum du ja nicht kurzfristig denken solltest. Wenn dich das Thema interessiert, bleib dran. Darüber sprechen wir jetzt. Und ja, viele Menschen, die ich beziehungsweise auch durch Network Marketing kennenlernen konnte, die verhalten sich in etwa so, dass sie, ja, die Sache, dass sie eine Sache interessant finden und dann so für sich sagen, okay, Sache hört sich gut an, ich gebe der Sache mal 1, 2, 3 Monate und dann schauen wir mal, ob es sich entwickelt und dementsprechend ja, entscheiden wir dann, ob wir weitermachen oder halt nicht. Ja? Und das ist die völlig falsche Herangehensweise. Stell dir einfach mal vor, du würdest ja heute, ja, ein Franchise aufmachen. Ja, du würdest dich in Franchise einkaufen, eine McDonald's-Filiale oder was auch immer, ja, und müsstest dann 200 oder 300.000 Euro investieren, ja, und würdest dann für dich sagen, naja, schauen wir mal so 1, 2, 3 Monate, wie sich die Sache entwickelt. Kann ich dir von vornherein sagen, das ganze Ding wird einfach zum Scheitern verurteilt sein, weil es nicht die richtige Energie ist, die man braucht, um ein Geschäft aufzubauen, ja, und egal, ob das jetzt ein Franchise ist oder ein normales Unternehmen, kein Mensch, der tatsächlich wirklich ernsthaft ein Geschäft aufbauen will, würde mit so einer Einstellung an die Sache rangehen. Aber im Network Marketing erlebe ich das leider ja sehr, sehr häufig. Ja, es gibt Menschen, die fangen heute an, in vier Wochen ist das Feuer erloschen und sie widmen sich einer anderen Sache oder ja, gehen einfach zurück in ihren Job. Daran ist nichts Schlimmes, weil das Schöne am Network Marketing ist ja, dass man mit geringen Einstiegskosten das Ganze einfach auch mal versuchen darf und für sich auch mal schauen kann, ob man das überhaupt möchte. Alles in Ordnung. Aber wenn du wirklich ernsthaft ein Geschäft aufbauen willst, ja, dann ist sich 3, 4 Monate Zeit geben, das ist einfach die falsche Einstellung, weil letzten Endes baust du ein Geschäft auf, um langfristig davon zu partizipieren, um langfristig an deinem Business Freude zu haben und nicht über 1, 2, 3 Monate. Ein Marathonläufer, ja, oder ein Sprinter, ja, der wird auch nicht an den Start gehen und wird dann nach der Hälfte der Strecke sagen, naja, also die anderen sind eh schon mir ein bisschen voraus, die Strecke zu Ende laufen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, ich höre auf. Ja, das gibt es nicht. Ein Sportler und ein Unternehmer hat die Einstellung, etwas anzufangen und das Ding dann bis zum Ende auch durchzuziehen, ja, und Gas zu geben. Und das ist die richtige Einstellung, die man ja dazu braucht. Und da ist es wirklich einfach, tut mir leid, dass ich dir da die Wahrheit sagen muss, aber wenn du mit dieser Einstellung rangehst, dass du dir 3, 4 Monate Zeit gibst, ja, dann ist es einfach nicht die Energie, die man braucht, um ein Geschäft langfristig erfolgreich zu machen. Wenn man es genau nimmt, ist es reine Zeitverschwendung. Ja? Und wenn man so einen Ansatz verfolgt, ist es besser, sich das Geld zu sparen, ja, die Zeit zu sparen. Der ganze Aufwand ist es dann einfach nicht wert. Ja? Network Marketing ist halt einfach ein Business wie jedes andere Business auch. Ja? Und egal, ob du es jetzt nebenberuflich aufbaust, ob du es hauptberuflich aufbaust, die Aktivitäten sind die gleichen. Und deswegen musst du es, egal ob du jetzt nebenberuflich im Network Marketing aktiv bist oder hauptberuflich, du musst mit der richtigen Einstellung an die Sache rangehen. Und und das gilt es halt eben umzusetzen. Aber um zurückzukommen auf das Thema Zeit, ja, meine Empfehlung an der Stelle ist, dass du einfach für dich eine Entscheidung triffst und sagst, jawohl, ich möchte das Ding hier groß machen, ich habe mich für dieses Unternehmen entschieden, dahinter stehe ich voll und ganz und das möchte ich groß machen und dann verpflichte dich einfach 2, 3, 5 Jahre, ja, und meinetwegen, wenn es 10 Jahre dauert, ja, verpflichte dich dazu, alles dafür zu tun, dass du in diesem Zeitraum nur dieses Geschäft groß machst. Ja, beschließ einfach für dich, dass du da den Fokus drauf hältst, dass du diese eine Sache durchziehst. Zeit ist das Wichtigste beim Aufbau eines jeden Business. Natürlich gibt es Unternehmen, die starten sofort durch die Decke, ja. Aber wenn du die ganzen großen Unternehmen nimmst, die sind nicht alle ein Jahr am Markt, sondern die haben über
ein, zwei, drei, fünf Jahre, manche sogar noch nicht mal Gewinn erwirtschaftet und sind dann jetzt nach 10, 20, 25 Jahren richtige Global Player ja in der Branche. Und da ist eben, daran merkt man einfach, wie wichtig das im Network Marketing das Thema Kontinuität ja und aber auch Zeit ist. Ja. Und wenn man es mal wirklich genau nimmt, es ist ja auch völlig egal, ob du jetzt 3, 5, 7 oder 10 Jahre brauchst, bis dein MLM-Business riesig ist. Ja. Das spielt ja gar keine Rolle. Die meisten Menschen, die gehen 40 Jahre einem Job nach, um dann eine Rente zu haben, die zwischen 1.000 und 1.300 Euro liegt. Ja. Oder 800 und 1.300 Euro. Ja, was sind da 10 Jahre, wenn man dann danach ein Leben hat, ja, finanzielle Unabhängigkeit, örtliche Unabhängigkeit, zeitliche Unabhängigkeit, ja, was spielen da 10 Jahre für eine Rolle? Wichtig ist aber nur, dass du dich eben in diesem Zeitraum halt auch auf den Aufbau dieses einen Geschäftes konzentrierst und nicht 5, 6 andere machst. Warum? Zeit ist das ein entscheidendes Kriterium, weil wenn du heute aufbaust, ja, dann brauchst du einen gewissen Zeitraum, bis du ein Momentum hast, bis das Ganze Fahrt aufnimmt. Und wenn du dann nach einem Jahr sagst, naja, die Ergebnisse sind mir noch nicht gut genug, dann hast du vielleicht nur noch einen Monat und das ganze Ding würde durch die Decke gehen, ja, oder vielleicht auch 5 Monate, weiß ich nicht, ja. Aber du weißt halt nie, wann geht das Ding richtig los, ja. So, und jetzt fängst du nach einem Jahr woanders an und dann machst du genau das Gleiche wieder, aber du hast immer die gleiche oder du hast oft die gleichen Herausforderungen, ja, und dann baust du wieder ein Jahr auf und denkst, naja, die Ergebnisse sind immer noch nicht so gut. Dann fängst du beim nächsten Unternehmen, dann machst du das Gleiche wieder, ja, und dann, das sind dann die Leute, die dann irgendwann sagen, naja, Network Marketing funktioniert nicht, und wenn du dir die Historie anschaust, dann waren sie schon bei 7, 8, 9 oder 10 Unternehmen und ja, und das ist genau der gemeinsame Nenner bei dieser ganzen Geschichte. Du musst dir Zeit geben und dann musst du auch bei dieser einen Sache bleiben und so lange dranbleiben, bis das Ganze, bis das Ganze einfach dann dementsprechend groß wird. Okay, es war ein kleines, spontanes Video. Ich hoffe, ich konnte das Ganze auch so transportieren, wie ich es so in meinem Kopf habe. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde es mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Wenn du Fragen hast, nutz die Kommentarfunktion. Oder wenn du ein Feedback hast, Anregungen, konstruktive Kritik, ja, alles gerne erwünscht. Freue mich da von dir zu hören. Falls du Lust hast, mit uns und unserem Team durchzustarten, wenn du Lust hast, ich sag mal, aus dem Hamsterrad auszubrechen und wenn du bereit bist, dich wirklich zu fokussieren und zu sagen, ja, es ist diese eine Sache, da habe ich Lust drauf, ja, mit diesem Team gemeinsam, ja, groß zu werden, dann schau unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Dort findest du ja weitere Informationen, wie du mit uns zusammenarbeiten kannst, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Triff eine Entscheidung und wenn du sagst, ja, ich bin bereit, 2, 3, 4, 5 Jahre auch durchzuziehen. Dann freue ich mich auch von dir, ja, zu hören. Und wie gesagt, Infos unterhalb des Videos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.